Ich schaue ein bisschen zerknittert aus, oder? Nee. Sieht so ein bisschen näher. Wie steht meine Haare gut? Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Wir waren heute einkaufen. Heute ist nicht Samstag, heute ist Dienstag. Ein bisschen anderer Rhythmus die Woche. Auf jeden Fall waren wir heute für die Woche einkaufen und wir haben wie viel ausgegeben? 180 Euro beim Hofer. Spar? 50? 50? Okay. Und bei Merkur? Nein, Villa Plus. Lidl Plus. Villa Plus. Außer 60 Euro. Er ist nämlich Finanzminister. 60 Euro. Hier im Hause Diamanta. Wäre eigentlich mehr, aber ich habe ein bisschen gespart mit Pickel, weißt du, minus 25%. Ja, dann Sparfuchs. Sammlerrabatt, dies, das. Dann. Also wie viel insgesamt? Jetzt kommt zum Punkt. Naja, 170 plus 50, 50 sind 170. Paar knappe. 300 noch ein paar noch. Also über 300 Euro. Ja. Alles klar. Wir waren, wie ihr schon gehört habt, in drei verschiedenen Supermärkten. Wieder beim Spar, dann beim Hofer und beim Merkur Plus. Nein, Billa. Lidl Plus. Nein, Billa Plus. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an und zeigen euch, was wir eingekauft haben. Okay. So, das ist Querbank. Durch die Bank. Ja, ich kann es schön auseinander. Ja. Egal. Okay, wir machen wir jetzt mit Merkur. Lidl Plus. Billa Plus. Unser, nur für die Deutschen unter euch, unser Rewe wurde umgeändert, nicht mehr Merkur, sondern Billa Plus, deswegen ist jetzt ein bisschen Verwirrung. Wer sagt von euch noch immer Merkur? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ich glaube, das können alle noch. Viele, ja. So, auf jeden Fall haben wir beim Billa Plus Basilikum gekauft, frische Kräuter, weil wir wollen im Thermomix so ein Gericht kochen mit Tagliatelle und Pesto und da hat uns Basilikum gefehlt. Dann hat der Papa Liebstöckli mitgenommen, das macht er gerne in so Suppen. Genau, oder Leberstern nennt man ihn auch, oder? Latein, oder? Keine Ahnung. Riecher. I don't know. Mach jetzt nicht aus. Ja, auf jeden Fall Liebstöckli ist sehr gut zum Verfeinern von Suppen. Da ja. Haben wir für die Kinder, für die Kinder, genau, für die Pelzigen, für die, Kinder haben wir so Rinderknochen in, also in roh gekauft, natürlich roh. Also wir geben es den Hunden auch roh. Das ist ein super Kau-Spielzeug sozusagen. Also die Hunde, das ist auch gut für Zähneputzen und so ein bisschen rohes Fleisch. Wenn es aber Rind ist, tut dem Hund nichts Schlechtes. Also vor allem sehr. Außer den Magen voll. Ja, und die lieben es. Die Hunde lieben es. Da haben wir drei Pakete davon gekauft. Dann haben wir Gnocchi gekauft für ein Rezept, was ich aus dem Thermomix rausgesucht habe. Das sind so überbacken, irgendwas mit mit Spinat und halt auf jeden Fall Gnocchi. Da haben wir diese gekauft. Fresh die Patate, also Kartoffeln. Die Patate? Die Patate. Einmal Marmelade für Mama, Kirschenmarmelade. Nein. Weichselmarmelade. Ich liebe Weichselmarmelade. Also ich mag. Marillen mag ich auch, aber nur in diesem kleinen Format. Marillen ist nicht gut. Nur wenn man im Hotel oder so übernachtet in der Früh, dann mag ich Marillen. Ich mag Marmelade einfach total gerne. Ja. Und dann hat die Mama Litschis gekauft, weil wir waren zu Patricks Geburtstag im Running Sushi Essen, mal wieder auswärts essen, oh mein Gott. Und die Kinder haben sich was geprügelt um diese Litschis dort. Geprügelt? Nein, aber wir haben dann auch vom anderen Band uns Haare ziehen, Augen stecken. Nein, aber wie gesagt, Litschi haben die so gern gegessen, deswegen habe ich dann nochmal Litschi-Kompott mitgenommen. Jo. Einmal Kleber Mozzarella. Ja, Mozzarella. Also ich habe hier noch einen, auch vom Hofer gekauft. Ich brauche das, wie gesagt, für mein Gnocchi-Rezept und ich bin erst später drauf gekommen, dass ich eigentlich zwei hätte kaufen sollen. Deswegen habe ich eins von dieser Marke, eins von dieser Marke. Eigentlich Wurst. Ja, dann Papas. Salzgurken. Ich kann ohne Salzgurken nicht mehr leben. Vor allem die von Merkur, die sind hallo, wirklich Billa Plus. Billa Plus, wie das Pikachu sagt. Minus ja. 25%. Auf alle Fälle, der Papa den da ist mega gut. Da gibt es noch eine vom Markthof, glaube ich, heißt das, oder? Markthof. Ja. Der ist auch gut, aber der ist besser. Wie gesagt, Papa, was ich sagen wollte, Papa mag keine Essiggurken. Er ist ein richtiger Osteuropäer, der mag nur Salzgurken. Ja. Weil in, und Weißbrot. In Rumänien mag, kennt man Essiggurken? Ja, es gibt schon, aber eher so im Geschäft, aber sonst. Ja, aber wie gesagt, also die meisten machen zu Hause sowas und ja, ich bin aufgewachsen mit Salzgurken, deswegen ich werde sterben und nur Salzgurken essen. Okay. Sehr früh. Okay. Salzgurken-Team. Okay, wir haben es verstanden. Dann. Wieso nicht fertig? Wieso das auch Merkur?
Ah ja. Oder Billa Plus. Ja, dann diesen Toastbrot-Block kennt ihr von uns, den kaufen wir öfters. Oder besser gesagt immer. Die Kinder mögen nämlich die Jause oder das Lunchbox-Brot. Einfach das, was einfach so, so schön fluffig, weich und ja. Deswegen kaufen wir das auch gerne. Und wir essen auch gern Schinken-Käse-Toast. Und das ist das Beste einfach. Ja, dann haben wir Eistüten, also Waffeltüten gekauft für... Weil wir Eis machen wollen, im Thermomix. Deswegen haben wir Waffeltüten vom Manna gekauft, also von der Marke Manna. Manna-Schnitten. Dann Hühnerfilet. Ah ja, genau, das ist für unser dieses Gnocchi-Gericht, oder? Glaub, ja. 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 Auf jeden Fall brauchen wir auch Hühnerfilet. Deswegen, ja. Hühnerfilet. Was war das noch? Hühnerfilet. Dann haben wir neues Eis gefunden. Schaut mal, das ist ganz neu. Dreh- und Trinkeis. Unsere Kinder und ich auch als Kind habe Dreh- und Trink geliebt. Das ist ein Getränk. Das kennen, ich meine, was, kennt man das in Deutschland? Aber auf jeden Fall in Österreich kennt man das. Jeder kennt das. Es gibt bestimmt in Deutschland 90er Kinder kennen. Ich weiß es nicht. Aber bei dem soll man, was soll man jetzt noch drehen? Ja, das, so schaut das aus ungefähr. Also ursprünglich. Nein, das Dreh und Trink schaut so aus. Oder? Ja, ey, das Getränk. Das Getränk. Und das ist so ein typisches, man Kinder aus 90er kennen, das dreht man auf und trinkt. Und das ist halt Dreh und Trink Eis. Fünfmal Cola Orange, fünfmal Kirsche Zitrone. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was die Kinder berichten. Ich bin jetzt nicht so die großartige Eisesserin. Dann für den Papa. Der Papa mag ja ganz gerne Kokos, deswegen Bounty Eis. Ja, ich hätte gerne Snickers auch gekauft, aber hat es keins mehr gegeben. Deswegen habe ich mir für mich diese Mochi, nein, nicht, sind das gerade Mochis? Mochis, steht drauf. Mochis. Ja, aber das schaut anders aus. Das steht nämlich aus, das sind jetzt, normalerweise sind ja Mochis eher so, so groß und so platt. Und die sind so kreis, also die sind so rund. Und dann habe ich das auch mitgenommen, das fand ich voll cool. Star Wars Eis, diese, schaut aus wie so Calippo. Welche Sorten sollen das sein? Wassermelone und der andere ist, Blaubeere. Blaubeere. Also Wassermelone und Blaubeere und schaut wie so ein Calippo-Eis aus, so ein Wassereis einfach und wie so Leuchtschwerter von Star Wars, voll cool irgendwie. Dann haben wir Milch gekauft. Wir verwenden Milch eigentlich nur zum Kochen, also wenn wir mal was, also backen oder kochen in einem Rezept, aber so trinken wir kaum Milch. Dann haben wir Kalkun gekauft für die Waschmaschine. Waschmaschine leben länger mit Kalkun. Das ist nur nötig. Doch, damit die Leute wissen, was ich meine. Jetzt wisst ihr schon, gell? Dann habe ich Eiskaffee gekauft, weil jetzt kommt die warme Zeit und dann mag ich das gerne, draußen zu sitzen und einen kühlen Eiskaffee zu trinken. Yay, so deswegen habe ich den gekauft. Dann hat sich der Papa diesen High-Protein-Grieß-Pudding mitgenommen. Das ist mega lecker, wenn ihr nicht probiert habt. Schade, ich habe es fast verpasst. Also, wenn ihr, Grieß-Pudding mögt, dann probiert den. Ich habe den nicht gegessen, nicht probiert. I don't know. Wir haben Jumpies gekauft, haben wir schon länger jetzt nicht mehr also gekauft. Die Kinder mögen es total gerne, das sind so kleine Kängurus, die nach Paprika-Chip schmecken und sie sind sehr lecker. Und ich kenne sie aus meiner Kindheit und ich liebe, liebe diese Chips. Dann habe ich, beim Merkur auch für mich was zum Naschen gekauft. Ich mag gerne diese Dragé-Keksi. Kennt ihr die? Dragé-Keksi? Weiß gar nicht, gibt es sowas in Deutschland? Hast du gewusst, dass Dragé-Keksi vom Manna gemacht wird? Napolischer. Wahrscheinlich kennen das die Deutschen unter euch gar nicht, Dragé-Keksi. Das ist einfach so ein Keks, der in so Schokolade gebadet ist und das schmeckt so gut. Und ich kaufe aber immer Vollmilch, weil normalerweise ist es gemischt mit Zartbitterschokolade. Und ich finde nichts schrecklicher als Zartbitterschokolade. Na. Boah, ich mag das überhaupt nicht. 60% Kakao, ideal. Na, also ich mag, bin eher der Typ Kinderschokolade, super süß und Vollmilch, aber... Da bis die Zähne abfallen. So, jetzt gehen wir weiter mit Hofer. Spar, okay. Ja, Spar. Also. Wir haben wieder Saft gekauft. Einmal eine Kiste mit 6 Flaschen. Genau, 6 Flaschen Eistee Zitrone, oder? Ja. Earl Grey. Also Earl, Earl Grey. Also ist es eigentlich ein grüner Tee mit Zitrone. Aber der ist wirklich sehr gut und ist nicht zu süß. Das ist... Ja, mir zum Beispiel schmeckt jetzt kein Eistee. Ich bin kein großer Eistee-Fan, aber die Kinder und Papa.
Also eher die Michelle. Michelle und Papa. Die sind Eistee-Fans. Ja, ja, ja. So. Ja. Orange, das ist eher so meins und Patrick. Das kauft er eigentlich eher für, wie gesagt, für mich und Patrick. Also der Kiesel schaut ungefähr so aus, mit 6 Flaschen. Und ja, wir sind da voll auf Spar. Seitdem wir diesen Saft einmal zufälligerweise gekauft haben, kaufen wir nichts anderes mehr. Dann und zwei Kisten. Zwei Kisten vom Apfelsaft, weil der schmeckt wirklich jeden sehr, sehr gut. Also der Apfelsaft, das ist der Burner. Nein, ja, boah, der ist auch gut. Der ist wirklich Radlberger pur. Radlberger Himbeerkracherl. Fast hätten wir das vergessen. Und zwar haben wir noch Gösser Zwickelbier gekauft, so ein Viererpack mit Alkohol. Weil mein Papa kommt zu Besuch übermorgen. Also, ja, wenn ihr das Video seht, dann war es gestern. Und ja, wie gesagt, Gösser Zwickel. Dann weiter geht's mit Hofer. Schau, ich bin eine Kotztüte. Auf jeden Fall Hofer geht's jetzt weiter. Wir haben Petersilie gegraust. Was ist der Unterschied zwischen gegrauster Petersilie? Ja, das schaut so wie aber, gebissen. Okay, aber was ist der Unterschied vom Geschmack? Das gar kein Geschmack, kein Unterschied. Okay. Also, ich glaube nicht. Und warum hast du den jetzt gekauft? Der hat schon ausgeschaut. Okay, alles klar. Also, einmal gegrausten Petersilie-Dings da, Gewürz. Dann hat sie der Papa Hausschlapfen gekauft, Hausschuhe. Weil, wie sie wird immer älter und das gehört dazu. Ja. Wir riechen ja so irgendwie so Sommerreifen. Mmh. Ja, auf jeden Fall so Sommerkrocks oder Klocks oder wie die heißen. Klocks. Für den Garten hat sich der Papa welche gekauft und... Da der Patrick auch nicht jünger wird, hat er auch welche bekommen. Wisst ihr, er hat den Patrick welche gekauft, weil der Patrick immer seine klaut. Er sagt, möchtest du Hausschuhe? Nö, brauch keine Hausschuhe. Und dann zieht er immer deine an, dann hast du keine. Deswegen hat der Papa jetzt zwei gekauft, damit er auf der sicheren Seite und ist. Zwei verschiedene Farben. Ich glaube nicht, dass der Patrick das mag, deswegen habe ich das gekauft und ihm das, dass er meine nicht mehr nimmt. Ich habe mir was Süßes gekauft, also nicht nur etwas, sondern mehr Süßes. Twix. Megapack mit 7 Stück. Megapack. Gleich ein Jumbo-Pack. Weil ja, ich bin halt eine Naschkatze und die Kinder auch. Und zwischendurch, so nach dem Essen, was Süßes, ist einfach so ein bisschen irgendwie Pflicht. Deswegen habe ich auch ein Wohlstandsbäuchlein. Wird immer bin verheiratet, das ist wohl schon Wohlstand. Ja, genau. Und dann habe ich auch natürlich noch Sickers. Sickers, aber diesmal nicht in Jumbo-Pack. Jungo-Pack, was ist? Sicher sind Jungo-Pack. Scheinbar können wir nur nicht beim Loffer. Ja. Auch 7 Stück. Zeig mal weiter deine Süßigkeiten, bitte. Dann habe ich hier das Kinder-Karts-Dings da. Das habe ich euch schon. Das sage ich jedes Mal, oder? Kaufe ich das jetzt nicht jedes Mal? Ja, ich glaube. Ist das gleiche Futter, oder? Auf jeden Fall, das ist so lecker. Das ist Kekse und da drinnen ist Kinderschokolade. Mm, das ist so yummy. Früher hat es das nur in Italien gegeben und wir haben das immer nur gekauft, wenn wir in Italien waren und vom Urlaub nach Hause gefahren sind. Aber jetzt gibt es auch bei uns. Dann habe ich auch noch diese Kinderriegel gekauft, weil ich muss auch ehrlich sagen, also ich nasche in der Stillzeit viel, viel mehr als in der Schwangerschaft zum Beispiel, oder? Würde ich nicht so. Doch, ich schon. Du isst Süße, seitdem ich dich kenne. Und zwar diese Kinderriegel, sie weiß ich nicht. Ja, mein... Der verfolgt uns schon seit 20 Jahren. Stimmt, also das stimmt. So, kurzen, wie sagt man, Schauspielerwechsel. Nein, nicht Schauspieler. Egal, neuer YouTuber ist hier dabei. Wer war nämlich unruhig, deswegen mussten wir ihn nehmen. Und jetzt geht's hier zu dritt weiter. Wie Papa zeigt. Äpfel. Wir haben Äpfel gekauft. Du musst schon was dazu sagen. Wenn du redest, sind die Hades. Alles klar. Das sind zurück zum Ursprung fruchtig süße Äpfel. Unsere Kinder lieben Äpfel. Und deswegen gibt es auch immer so zur Jause, also zur Lunchbox, gibt es immer so Äpfel. Und die Michelle nimmt sie auch Äpfel mit. Also wie gesagt, Äpfel sind bei uns sehr beliebt. Nektarinen in der Papierbox. Voll cool, oder? Schaut mal. Richtig. Das gibt es halt, glaube ich, heuer, oder? Weiß nicht. Früher war in Plastik verpackt, eigentlich so eine. So eine Plastiktasse. Ja, mit Papier aber auch. Aber jetzt ist nur Papier. Und wie gesagt, Nektarinen. Die haarlosen Pfirsiche. Die Lara liebt Nektarinen. Oder die Kinder. Dann Granatapfel. Eigentlich ist das meine Lieblingsfrucht. Ein Riesengranatapfel. Aber seit neuestem muss ich mir das mit Luisa und Lara teilen, weil die lieben jetzt auch Granatapfel. Deswegen.
Bananen für unsere kleinen Affen, dann Thunfisch. Zwei Dosen wir für Salat und so. Genau, wir nehmen immer das mit so Sonnenblumen und wir machen da draußen so einen leckeren Salat. Dann Avocados. Ja, auch natürlich in Karton verpackt. Ja, aber das ist nicht schon länger in Karton verpackt, oder? Es gibt auch Lose, ja. Ah, Lose gibt es auch. Aber das sind nicht so lecker, finde ich. Dann habe ich noch eine Suppentasse gekauft, denn ich werde morgen oder übermorgen eine Gemüsesuppe kochen. Und das ist notwendig. Ja, Suppen-Fan. Dann einmal Sonnenblumenöl. Wir haben noch ein bisschen, aber das ist für Vorratkammer. Papa ist ein Hamster, wenn ihr wisst. Dann wie immer, das zeigen wir auch immer, diese Lucky Crisp, diese Lion's Cornflakes. Die Kinder, die lieben die einfach. Und ja, kaufen wir das gerne immer. Dann Kakapapier. Das darf von zu Hause nicht fehlen, natürlich. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Jeder geht. Dann habe ich so voll coole Sachen gefunden. So Mini Chinois à la Creme, keine Ahnung, aber die haben so lecker ausgeschaut. Chinois. Chinois, auf jeden Fall so leckere mit so Vanillecreme drinnen. Ich habe mir gedacht, vielleicht für den Kindergarten oder für die Schule. Und wie ihr schon gehört habt, die Luisa hat schon erzählt, wir haben Kirschen gekauft. Es gibt Kirschen, es ist Kirschenzeit, meine liebste Zeit. Die Kirschen sind schon lecker. Sie sind ja mega lecker, wirklich. Kirschen sind so lecker. Also 6,90 € der Kilo. Das, ja, das Upsi, ist günstig, weil ich habe gestern für 9,90 € gekauft. Auf jeden Fall, Kirschenmonat ist der beste Monat. Dann haben wir diese Snips, das sind so Erdnussflips, heißen die. Und die sind super lecker. Und dann habe ich doch so... Die sind auch super lecker. Ja. Und diese Riffelchips, die schmecken gut. Ich mag so normale Chips nicht, weil die so schnell brechen und die sind so ein bisschen knackiger. So crunchy, mit Salz. Ja. Zucker. Haben wir keinen Zucker mehr? Ich glaube, wir haben da im Raum. Eine Packung noch, aber das kommt jetzt gleich da rein und dann haben wir wieder noch eine Packung. Wie gesagt, der Baba ist ein Hamster, das heißt, wir haben einen Vorratsraum und wenn der leer wird, dann muss er aufgefüllt werden. Genau. Dann haben wir ein Baguette gekauft von Frische Abteilungsdingsler. Jumbo Baguette. Das ist ein sehr gutes Baguette, das ist sehr fluffig. Ja. Weißbrot einfach. Dann ein Gürkchen. Ja, wir wollen ja grillen am Donnerstag, wenn mein Papa zu Besuch kommt. Und dafür haben wir so Gurke und Tomate. Dann gleich zwei Packungen. Genau. Ja, wir werden am Donnerstag, wie viele Personen? 9. Naja, wenn wir schon 7 sind. Mein aber der Kleine isst ja kein Fleisch und kein Salat. Oh ja, aber ich esse für 2. Okay. Wir kaufen immer diese Midi-Tomaten. Ich finde, die großen Tomaten schmecken aktuell leider nicht so gut. Dann habe ich ein richtig cooles Rezept in der Cookie Dough App gefunden vom Thermomix von einem Dip. Dattel-Curry-Dip. Und das ist ein Aufstrich und den möchte ich machen. Deswegen habe ich Datteln gekauft. Ich bin ja so ein Dattel-Fan, ich esse das total gerne. Ja, das schmeckt auch wirklich gut. Das schmecken wir auch. Und dann haben wir Himbeeren gekauft, weil ich Bock habe auf Porridge, oder Bier besser gesagt. Und ich finde, Himbeeren ist das leckerste, also zum Topping auf einem Porridge, mega, mega gut. Mhm. Und Fruchtzwerge, ja, haben wir für die Kinder gekauft. Wir haben, also ich habe so einen Kremser süßen Senf gekauft für ein Rezept. Und auch so esse ich diesen Senf eigentlich gerne, aber ich habe schon lange nicht mehr gekauft. Kennt ihr den? Also Kremser Senf, das ist so... Körniger, ja, oder? Ja, so mild und körnig. Das ist auf jeden Fall, ja, diese Senfkörner sind da nicht so ganz zerschreddert. Ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Arten von Senf. Ja, Zwiebelsenf. Dijon-Senf und dann gibt es diesen... Zwiebelsenf gibt es auch. Genau. Und diesen britischen Senf. Ja, dann habe ich diesen Lachs gekauft für auch so einen Aufstrich aus dieser Cookie Dough App, die ich da gefunden habe. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall bin ich momentan so am Herumprobieren und diverse Aufstriche, weil ich bin ja so ein Aufstrich-Tiger. Ich esse gerne Aufstriche. Ja, dann hat der Papa Toast-Chicken für die Kinder auch mitgenommen. Unsere Kinder essen halt wie so gerne mal ab und zu Schinken-Käse-Toast oder zur Jause. Ich mache ihnen dann so ein Brot mit Brunch, also so Frischkäse und dann so Toast-Schinken drauf. Und dazu gibt es dann immer einen Apfel. Oder Gurke oder Paprika oder sowas. Und? Was ist das? Wiener? Wienerwurst. Das ist so eine Salami-ähnliche Wurst. Ja. Und eine Salami. Weil die Michelle isst gerne Salami. Dann haben wir hier einiges an Fleisch. Wir haben hier gesagt, wir grillen am Donnerstag. Also, wir haben ein bisschen Spare Ribs. Nur eine Spare Ribs? Eine Spare Ribs, ja. Hast du nicht zwei? Ich dachte, du hast zwei. Dann haben wir so. Das ist mein. Bällchen am Spieß. Also, verschiertes. Das ist so verschierte Leibchen. Also, so. Hackfleisch, das ist pikant und es schmeckt so gut. Genau. Und früher habe das nur ich gegessen, aber jetzt isst das die Michelle auch mit, deswegen müssen wir da mehrere von kaufen.
Und die Lara und die Luisa. Drei Stück gleich. Nur drei? Ich dachte, du hast vier genommen. Drei? Du hast gesagt, ich wollte zwei und du hast gesagt, nimm nur eine. Dann habe ich drei. Zwei plus eins macht vier. Also die sind so lecker, also sage ich. Ich esse nur das. Also, wenn wir grillen, esse ich nur das, weil ich bin so ein absoluter Hackfleisch-Fan. Ich bin so Fleisch oder so, ja, geht so. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ja. Auf jeden Fall, der Papa hat jetzt dieses, wie heißt das, Kotelett am Knochen noch gekauft. Und das ist Schweinskotelett am Schopf. Dann haben wir noch etwas Fleisch mit Soße, und zwar zweimal Karree-Steak, sind ohne Knochen. Das ist dann so in so einer Soße eingelegt. Und dann Bauchfleisch. Das esse ich auch. Das esse ich auch gerne. Das ist das so einzige Schweinefleisch, was ich ja gerne. Wobei ja. Und fürs Grillen haben wir auch noch was gekauft. Diese Baguette. Das hier. Und zwar Knoblauchbaguette. Oh, die Kinder lieben das. Und ich habe das früher, also nicht früher, sondern letztes Jahr haben wir das nicht gekauft, weil ja, ich schwanger war und ich konnte Knoblauch nicht riechen. Deswegen war absolutes Knoblauchverbot hier im Haus. Ich wurde richtig wütend, wenn der Papa irgendwas mit Knoblauch gekauft hat. Dann musste die Schlafzimmertür zu sein. Ich habe mich das versteckt so. Aber jetzt... Die Mama war ein Vampir in dieser Zeit. Aber jetzt ist es sehr, sehr lecker. Ja, Knoblauch ist halt lecker. In dieser Zeit, wo man dieses Übelkeitsgefühl hat und etwas nicht riechen kann. Ich glaube, viele Schwangere kennen das, dass man irgendeinen Geruch nicht riechen kann. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das sind diese Gefühle, die man da bekommt, so Wut und ja, vergiss mir das nicht. Für unser Rezept, was ich gesagt habe mit den Gnocchis und dieser Auflauf, da fehlt, dazu kommt noch dieser Blattspinat, den haben wir auch gekauft. Und dann Garnelen. Das wollen der Papa und ich morgen essen, also aus der Cookie-Dough-App, also Thermomix. Und zwar, ich glaube, das war Garnelen mit Aglio Olio. Dann haben wir auch Philadelphia-Frischkäse gekauft, und zwar für meine Aufstriche, die ich da machen möchte, habe ich ja gesagt, mit Räucherlachs. Und das andere war dieser Dattel-Curry-Dip, und dafür braucht man Frischkäse. Ja, deswegen Frischkäse. Man kann Frischkäse auch scheinbar selber im Thermomix machen, aber ich hatte noch keine Zeit, mich damit zu befassen. Deswegen kann man mal probieren, oder? Ja, ich glaube, das dauert länger. Man muss den wahrscheinlich irgendwie über Nacht lassen. Man kann auch Joghurt machen im Thermomix, habe ich gesehen. Aber Joghurt ist ja nicht so schwer zu machen, oder? Man lässt den Milch draußen und dann bist du Joghurt. Ja, super, weiß ich nicht, ob das so geht. Das ist auch so lecker. Das steht da, auch so lecker. Ja, dann haben wir Schlagobers gekauft. Also Schlagobers sagt man in Österreich zu Schlagsahne oder Sahne. Und das brauchen wir für Eis, genau. Und dann habe ich Sauerrahm. Ja, für ein Rezept, da stand im Rezept Schmand drinnen. Das ist ein deutscher Begriff für fetten Sauerrahm. Und bei uns gibt es aber keinen Schmand. Das ist ja noch fetter, oder was? Es ist so eine ähnliche Art und Weise wie Creme Fraiche, glaube ich, oder? Schmand ist sowas ähnliches wie Creme Fraiche. Also in Deutschland gibt es Sauerrahm, glaube ich, Schmand und Creme Fraiche. Und ich glaube, Creme Fraiche, Schmand ist ein Mix aus diesen zwei. Ach so. Ich meine, ich habe ein bisschen gegoogelt. Sorry, Fettbombe. Na, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, habe ich gegoogelt, was kann ich anstatt Schmand nehmen, und da stand halt Sauerrahm. Deswegen habe ich Sauerrahm genommen. Und auch Creme Fraiche, weil das brauche ich für ein anderes Rezept. Joghurt haben wir auch gekauft. Die Kinder mögen so gerne diesen Joghurt. Das sind so Erdbeerjoghurt mit Smarties. Und das ist lecker. Das ist so lecker, hört ihr? Und ich habe ja gesagt, ich esse total gerne Aufstriche, und da habe ich mir diese fertigen Aufstriche auch gekauft. Ja, beim Hofer haben wir auch noch ein Eis gekauft, und zwar Luisas Lieblingseis. Die wollte das als Mini-Cornettos. Ja, das sind so kleine Baby-Cornettos drin. Die perfekt für kleine Kinder. Ja, deswegen gebe ich das dem Papa, damit er das im Kühlschrank geben kann. Und dann habe ich noch einen Mozzarella. Ich habe euch ja schon vorhin einen Mozzarella gezeigt, weil ich ja für ein Rezept Mozzarella gebraucht habe, eigentlich zwei, deswegen habe ich zwei verschiedene Marken, eigentlich wurscht. Kinderschokofrisch, ja, habe ich auch immer dabei, genauso wie Milchschnitte, die Kinder, und genauso wie Maxi King. Maxi King ist lecker. Wobei Maxi King ich sehr zum Streit führe. Normalerweise kaufe ich zwei, weil drei und vier Kinder, die Maxi King. Ja, drei, essen. Fünf, sieben. Du isst auch Maxi King, gell? Baby Bell, für wen hast du Baby Bell gekauft? Für die kleinen Mäuse, oder? Die Lara isst ja, glaube ich, aktuell nicht so gerne. Dann esse ich. Ich glaube, die Michelle mag ihn gerne, deswegen passt das schon. Also Babybell habe ich früher immer gekauft für Patrick und Michelle. Und dann, Patrick will jetzt gar keine Jause mehr haben, also der will keine Lunchbox mehr haben, und ja, die Lara mag, glaube ich, Babybell nicht. Emmentaler mit Löchern? Ja, ich habe den Käse gekauft, eigentlich für ein Rezept, stand da so Emmentaler, und ich esse gerne Emmentaler. Würziger Käse, yum yum.
Ja. Und Butter. Das war's? Mehr haben wir nicht. Das hat 300 Euro gekostet. Ja. Wir haben auf jeden Fall, ja, für wir müssen denken, wir haben heute Dienstag bei uns. Ihr seht das Video am Freitag, aber für uns reicht das jetzt wahrscheinlich für bis zum Sonntag. Definitiv, aber ja, es ist ein bisschen mehr eingekauft, weil wir Besuch bekommen. Stimmt, stimmt. Wir haben auch die Säfte gekauft. Weil immer, wir kaufen die Säfte nicht jede Woche, sondern alle 2-3 Wochen, gell? Ja. Alle 2-3 Wochen und deswegen gibt es dann einmal, wo viel ausgegeben wird. Aber das kennt man, wenn man Getränke kauft für Großfamilien. Ja, das war's. Und wir haben ja eigentlich schon, jetzt immer, wo wir uns die Woche planen, was wir essen, kaufen wir nicht mehr so in Massen ein. Ja, kaufen wir mehr das, was man braucht. Also genau, das, was der Thermomix sagt. Genau, das, was der Thermomix sagt. Und so Naschsachen. Naschsachen und zum Frühstücken oder zum... Das sagt aber der Thermomix nicht. Nein, das will ich nicht. Er schlägt nicht vor. Kauft ein bisschen Maxi-King noch dazu. Ja, oh, schade. Ja, ein bisschen was zum Naschen muss sein. Wir haben halt viele Kinder und wir essen. Wir sind auch Naschkatzen, deswegen schaut es nach mehr aus, als das ist. Es verschwindet schnell. Ja gut, meine Lieben, das war's mit dem Video. Hoffe, hat euch gefallen. Leider ist ein bisschen das Licht zum Schluss ein bisschen dünkler geworden. Andere Uhrzeit. Aber ihr könnt uns sehen. Ich denke auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.